Die ehemalige eigenständige Vorortgemeinde Hütteldorf wird im 11. Jahrhundert gegründet und 1151 erstmals urkundlich als Uttendorf erwähnt. Der ursprüngliche Name Uttendorf ist vermutlich von Utto, vielleicht auch von Ute abzuleiten. Der Name geht auf das adelige Geschlecht der Uttendorfer zurück, die in der Anfangszeit der Ortschaft deren Besitzer waren. Das anlautende H ist dem Namen erst im 16. Jahrhundert zugewachsen, urkundlich erstmals 548, 1642 als Hütteldorf. Der Ort ist ursprünglich ein Zeilendorf nördlich der Linzerstraße zwischen Rosen und Halterbach, etwa im Bereich Satzberggasse und Hüttelbergstraße. Im 14. Jahrhundert taucht mit dem herzoglichen Forstmeister Bernhard Schenk von Ried eine neue Besitzerfamilie auf. Die Schenken von Ried, die herzogliche Ämter wie das des Forstmeisters an der Wiener Hofburg begleiten, lässt sich urkundlich bis Anfang des 15. Jahrhunderts nachweisen. Dieser landesfürstliche Beamte gründet 1356 die Pfarre Hütteldorf, dessen erster Pfarrer Niklas der Tanner war. Im Bereich Ecke Stockhammerngasse und Bergmillergasse steht bis zur Errichtung der neuen Hütteldorfer Kirche 1881-1882 inmitten des von einer Mauer umgebenen Friedhofs die alte, unscheinbare Andreaskirche. Die Andreaskirche wird erstmals am 8. September 1356 urkundlich erwähnt. Im selben Jahr erfolgt die Abtrennung der Kirche von der Mutterkirche Penzing. Umfasst der Sprengel ursprünglich Hütteldorf, Auhof, Hadersdorf, Mariabrunn, Weidlingnau und andere, wird die Pfarre ab 1783 im Zuge der josephinischen Kirchenreform auf Hütteldorf beschränkt. Im Rahmen der ersten Türkenbelagerung wird 1529 die Kirche samt Pfarrhof niedergebrannt. Wird die Kirche bald wiederhergestellt, baut man den Pfarrhof erst 1550 auf. Beide Gebäude werden 1683 im Zuge der zweiten Türkenbelagerung wieder zerstört und anschließend neuerlich aufgebaut. Im 19. Jahrhundert ist die alte gotische Pfarrkirche bereits so baufällig, dass 1864 ihr Kirchturm abgetragen werden muss. 1873 übernimmt Pfarrer Emanuel Paletz die Pfarre und beginnt mit der Planung für einen Kirchenneubau. Im selben Jahr fällt der Beschluss, einen Neubau zu errichten. Die Grundsteinlegung erfolgt 1881 im Bereich Linzer Straße 424. Der Neubau wird von Richard Jordan als neugotischer Ziegelsteinbau im Bereich des ehemaligen Wirtschaftshofes der Pfarre errichtet. Die Weihe erfolgt am 9. November 1882 durch Fürstbischof Cölestin Josef Gangelbauer. Die alte Pfarrkirche wird 1887 abgetragen. Die Bodenbeschaffenheit der Gegend ermöglicht nach Rodung des dichten Waldes Weinbau auf dem Satzberg, aber Ackerbau und Viehzucht werden weiterhin betrieben, wie auch Forstwirtschaft. Im Zuge der ersten Türkenbelagerung Wiens brennen die Osmanen 1529 Hütteldorf nieder. In der mit der Wiederaufbauzeit zusammenfallenden Reformationszeit hemmt der Streit zwischen den Anhängern des katholischen und des in Hütteldorf stark verbreiteten evangelischen Glaubens die Entwicklung des Orts. Die Pestepidemie 1679 vernichtet den Wohlstand der langsam aufblühenden Gemeinde. Die Osmanen brennen den Ort 1683 im Zuge der zweiten Wiener Türkenbelagerung neuerlich nieder. Nur das Haus Konskriptionsnummer 105, heute Rosenthalgasse 6, bleibt bestehen. Obwohl die Bewohner versuchen zu flüchten, überleben nur wenige. 1694 wird erstmals wieder Wein geerntet. 1713 wird Hütteldorf erneut von der Pestepidemie betroffen. Vor der Eröffnung der Westbahn dient ein Stellwagen als Verbindung nach Wien. Den Hütteldorfer Bahnhof nimmt die KK-privilegierte Kaiserin Elisabeth Bahn, kurz KEB, am 15. Dezember 1858 zusammen mit dem ersten Abschnitt der Westbahn in Betrieb.
Am 28. Juni 1883 geht die Verbindungskurve zur Verbindungsbahn in Betrieb, wodurch die mittlerweile Hütteldorf-Hacking genannte Station vom Durchgangsbahnhof zum Trennungsbahnhof wird. Infolge der Verstaatlichung der Kaiserin Elisabethbahn im Jahre 1884 betreiben fortan die KK-Staatsbahnen die Station, wenngleich der Personenverkehr auf der Verbindungsbahn noch bis 1898 von der Südbahngesellschaft abgewickelt wird. Mit der Eröffnung der Vororterlinie und der oberen Wiener-Linie der Wiener Dampfstadtbahn am 11. Mai 1898 bzw. am 1. Juni 1898 mutiert Hütteldorf-Hacking zum Eisenbahnknoten. Zudem handelt es sich fortan um einen Gemeinschaftsbahnhof zweier verschiedenen Bahnverwaltungen. Die Stadtbahn wird zwar von der Staatsbahn betrieben, aber gehört der Kommission für Verkehrsanlagen in Wien. Letztere lässt vom Stadtbahnarchitekten Otto Wagner eine neue Bahnhofsanlage entwerfen. 1924 übernimmt schließlich die Gemeinde Wien städtische Straßenbahnen, die obere Wiener-Linie von der Kommission für Verkehrsanlagen in Wien und integriert diese in die fortan kommunal geführte Wiener elektrische Stadtbahn, die Hütteldorf-Hacking ab dem 4. Juni 1925 bedient. Heute ist der Bahnhof Wien-Hütteldorf ein wichtiger Knotenpunkt des öffentlichen Personenverkehrs im Westen Wiens. Auf die Geschichte der heutigen Westbahn, der ehemaligen KK-privilegierten Kaiserin Elisabethbahn, gehe ich in dem Video Baumgarten historisches Wien ausführlich ein. Die Geschichte der Wiener Dampfstadtbahn und der Wiener elektrischen Stadtbahn wird in den beiden Videos Wiener Stadtbahn von den Anfängen bis 1924-25 und Wiener elektrische Stadtbahn ausführlich ausgeführt. Zurück zum eigentlichen Thema. Die Villen der Fürstin Paar mit prachtvollen Parkanlagen und der Fürstin Esterhazy mit auf 12 Säulen ruhenden Minerva-Tempel im Park ziehen seinerzeit die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Der heutige Dänepark wird ursprünglich als Landschaftsgarten für die Fürstin Paar, geborene Liechtenstein, errichtet. Der Garten wird in den Jahren 1791 bis 1804 von Friedrich Mayern ursprünglich im Stil eines englischen Landschaftsgartens entworfen und errichtet. Durch verschiedene Bauten wie Tempelchen, Pavillons, Grotten und Gebäude bekommt der Park ein biedermeierlich-romantisches Gepräge. Diese Elemente der Gartengestaltung verschwinden allerdings im 19. und 20. Jahrhundert zum Großteil wieder, bis auf die neugotische Ruinenvilla aus dem späten 18. Jahrhundert. Den Namen Dänepark bekommt der Park von dem Zuckerbäcker August Dene. Sein Vater, der deutsche Zuckerbäcker Ludwig Dene, eröffnet die KK Hofzuckerbäckerei am Michaelerplatz im 1. Wiener Gemeindebezirk. Nach seinem Tod 1799 heiratet seine Witwe Antonia den Zuckerbäcker Gottlieb Wohlfahrt. 1813 kaufen sie das Haus Michaelerplatz 14. Trotz zahlreicher Innovationen wie Gefrorenes können die Finanzen des Unternehmens nicht saniert werden. Nach dem Tod von Gottlieb Wohlfahrt 1826 gelingt der Witwe und ihrem Sohn aus erster Ehe aber wieder wirtschaftlicher Aufschwung. Weitergeführt wird der Betrieb nach dem Tod der Mutter 1832 von August Dene, der damit ein beachtliches Vermögen erwirtschaftet. Er erwirbt das Palais Dietrichstein in der Dorotheergasse und großen Grundbesitz in Hütteldorf. Der Dänepark und die Dänegasse im 14. Wiener Gemeindebezirk zeugen heute noch davon. Da der Sohn von August Dene als Jurist eine andere Laufbahn einschlägt, verkauft Dene die Konditorei samt allen Privilegien 1857 an seinen ältesten Gesellen Christoph Demel. Das Geschäft wird auf den Kohlmarkt verlegt und dort von den Söhnen Josef und Karl weitergeführt. Seitdem heißt es Christoph Demels Söhne. Jahrzehnte später erwirbt der Wiener Filmregisseur Willi Forst das Areal in Hütteldorf. Nach dem Zweiten Weltkrieg erwirbt die Gemeinde Wien das Gelände und macht den Park ab 1973 der Öffentlichkeit zugänglich. Kurz zum Jagdschloss Esterhazy im Bereich der heutigen Linzer Straße 429. Kaiserin Maria Theresia schenkt um 1750 das Hütteldorfer Anwesen dem Freiherrn Johann Georg von Krechtler,
der sich nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von Erlach ein Jagdschloss errichten lässt. Durch die Erben Krechtlers gelangt die Schlossanlage in den Besitz einer Fürstin Esterhazy, geborene Prinzessin Liechtenstein. Ihre Familie und deren Nachkommen nutzen daraufhin mehr als 100 Jahre das Jagdschloss als Sommersitz. Anziehungspunkt sind die im Norden des Schlosses angrenzenden Teile der Wienerwaldberge, Wolfersberg und Bierhäuselberg, die dem Kaiserhaus seit 1540 als privates Jagdrevier dienen. Das Jagdschloss Esterhazy ist ebenso wie die benachbarte spätere Windisch-Kretz-Villa im heutigen Bereich Linzerstraße 452 Treffpunkt der privaten Jagdgesellschaften des Kaisers, insbesondere auch des Kaisers Franz Josef I. Das südlich des Esterhazy-Schlosses gelegene, später Leinzer Tiergarten genannte, eingefriedete Areal dient auch als Jagdrevier für die offiziellen Jagdeinladungen des Kaiserhauses. In Hütteldorf wird ab 1599 ein Bräuhäusl betrieben, das in der heutigen Bergmillergasse am Südufer des einstigen Mühlbachs steht. An dieser Stelle befindet sich ursprünglich eine Mühle. 1599 erhält die Hütteldorfer Mühle die Brauberechtigung und es entsteht daraus die Hütteldorfer Brauerei. Zunächst ein kleines lokales Brauhaus, das im 17. Jahrhundert nur eine geringe Menge Bier braut. In den Jahren 1732, 1791 und 1835 wird das Brauhaus erweitert und im Gegenzug der Mühlenbetrieb schrittweise im späten 18. Jahrhundert komplett eingestellt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird die Hütteldorfer Brauerei von Johann Gabriel Seidel als eines der ansehnlichsten Brauhäuser in Niederösterreichs bezeichnet. Johann Gabriel Seidel ist zu seiner Zeit eine bekannte Persönlichkeit, unter anderem Hofschatzmeister, Lyriker, Erzähler, Dramatiker sowie Schöpfer der alten, von Josef Haydn vertonten österreichischen Volkshymne Gott erhalte. Das Brauhaus ist für seinen Konzert- und Tanzsaal bekannt. Unter den früheren Besitzern ist Franz Dengler erwähnenswert, der bis dahin Pächter des Brauhauses in Mansfeld ist. Ab 1829 ist er der erste Wiener Brauer, der untergäriges Märzenbier erzeugt. 1845 bis 1870 besitzt Anton Bergmüller, der auch von 1861 bis 1870 Bürgermeister von Hütteldorf ist, das Brauhaus. 1852 führt Bergmüller den Maschinenbetrieb ein und baut es zum größten Wirtschaftsbetrieb des Ortes und zur viertgrößten Wiener Brauerei aus. Von 1849 bis 1852 ist Anton Bergmüller als Nachfolger von Adolf Ignaz Mautner und ein zweites Mal von 1862 bis 1869 Vorsitzender im Brauherrenverein und damit auch einer der bedeutendsten Brauherren dieser Zeit. Die Besucherfrequenz erhöht sich, als die Kaiserin Elisabethbahn mit ihrer Station Hütteldorf 1858 eröffnet wird und der Bahnhof und die Brauerei durch eine eigene Straße verbunden werden. 1862 wird die Hütteldorfer Brauerei in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei Bergmüller eine Reihe prominenter Aktionäre wie Philipp von Gomperz und Alexander Schöller gewinnen kann, deren Nachkommen bis zum Ende der Brauerei 1937 den Vorsitz im Verwaltungsrat führen. Als Nachfolger von Bergmüller führt August Wedel, bis dahin Eigentümer der Brauerei Neuling, und Konrad Schneeberger, der später Generaldirektor der Vereinigten Brauereien wird, das nach wie vor erfolgreiche Brauhaus. Das Brauhaus ist an Sommertagen ein beliebtes Wanderziel der Wiener, wie überhaupt Hütteldorf ein gern besuchter Ausflugsort ist. Der schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekannte Konzertsaal des Brauhauses ist mit Auftritten von Josef Lanner und Johann Strauss Vater eng verbunden. Während des Ersten Weltkriegs wird das Restaurant geschlossen, weil dort die Assentierungskommission, die Musterungskommission tagt und Militär einquartiert ist. 1927 entschließt sich der Verwaltungsrat unter Führung von Richard Schöller zu einer Fusion mit der Vereinigten Brauereien AG St. Max Simmering Schwechat und Hütteldorf wird zusätzlich in den langen Brauereinamen aufgenommen. Durch diese Fusion und die Wirtschaftskrise sinkt die Produktion stetig, bis die für die damalige Zeit noch recht moderne Brauerei in Hütteldorf 1932 den Betrieb gänzlich einstellt.
Die gesamte Bierproduktion des Unternehmens wird durch das groß ausgebaute Brauhaus Schwechat vollständig übernommen. Wagner entwirft in Hütteldorf neben dem Bahnhofsgebäude auch das nach ihm benannte Hütteldorfer oder Wagner-Spital mit der weithin sichtbaren Kirche am Steinhof. Vorgängerinstitutionen des Otto-Wagner-Spitals sind von 1784 bis 1869 der Narrenturm auf dem Gelände des Allgemeinen Krankenhauses als erste psychiatrische Klinik Kontinentaleuropas und von 1853 bis 1907 die niederösterreichische Landesirrenanstalt am Brünnelfeld. Von der Rundform des Narrenturms leitet sich die in Wien übliche umgangssprachliche Bezeichnung Gugelhupf für Irrenhäuser bzw. psychiatrische Kliniken ab. Der Bau der niederösterreichischen Landesheil- und Pflegeanstalt für Geistes- und Nervenkranke, später ist es das psychiatrische Krankenhaus der Stadt Wien am Steinhof, wird am 22. Juli 1902 vom Niederösterreichischen Landtag beschlossen. Geplant wird der Bau von der Bauabteilung der niederösterreichischen Landesregierung unter der Leitung von Carlo von Boog, der bereits einige Jahre vorher die Nervenheilanstalt Mauer bei Amstetten geplant hat. Überarbeitet wird das Generalkonzept für die weitläufige Anlage von Otto Wagner. Die Eröffnung des Otto-Wagner-Spitals im Pavillonstil erfolgt nach 3 Jahren Bauzeit am 8. Oktober 1907 als niederösterreichische Landesheil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke am Steinhof. Das Krankenhaus ist damals eine der modernsten und größten psychiatrischen Kliniken in Europa. 2 weitere Bauwerke Wagners in Hütteldorf sind die beiden Villen, in denen er auch selbst gewohnt hat. Die Villa Wagner I wird von 1886 bis 1888 als Sommersitz im Bereich der Hüttelbergstraße 26 errichtet und als späthistorisches Landhaus gestaltet. Familie Wagner bewohnt das Haus ab 1895 ganzjährig. 1911 verkauft es Otto Wagner an den Varieté-Unternehmer Ben Tieber. Von 1972 an ist die Villa im Besitz des 2015 verstorbenen Malers Ernst Fuchs und beherbergt heute das Ernst Fuchs Privatmuseum. 1912-1913 lässt Wagner auf dem Nachbargrundstück Hüttelbergstraße 28 seine Villa Wagner II errichten. Die Pläne stammen bereits aus dem Jahr 1905. Ein weiteres Jugendstilgebäude ist die Villa Wojcik, ein Jugendstilgebäude, das 1901 nach Plänen des Otto-Wagner-Schülers Otto Schöntal auf dem Grundstück Linzer Straße 375 errichtet wird. Eine Beschreibung der Geschichte von Hütteldorf ist ohne Erwähnung des SK Rapid Wien unvollständig. Der Sportclub Rapid, kurz SK Rapid oder SCR, wird im Jahr 1897 als erster Wiener Arbeiterfußballclub gegründet und ist somit einer der ältesten Fußballclubs des Landes. Die Wurzeln Rapids liegen in den von Zuwanderern, vor allem aus Böhmen und Mähren, dominierten Arbeiter-, Kleingewerbler- und Handwerkermilieus von Rudolfsheim 5 Haus, Otterkring und Breitensee rund um die Schmelz im Wiener Westen. Die Schmelz, das Exerzierfeld der Radetzky-Kaserne, dient den am Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden wilden Teams als Spielort. Hier befindet sich auch die nicht befestigte Spielstätte des am 22. Juli 1897 behördlich genehmigten ersten Wiener Arbeiterfußballclubs. Seine ersten Spieler sind in der Hutfabrik Böhm beschäftigt, einem unweit der Schmelz in der Schottenfeldgasse 30 gelegenen Betrieb des Neubauer Textil- und Gewerbeklusters. Die ersten Vereinsfarben sind Blau und Rot, eine für Arbeitersportvereine zu dieser Zeit häufige und auch symbolschwere Farbenwahl. Blau steht für Freiheit und Rot für die Arbeiterbewegung. Zufällig waren auch die Firmenfarben der Hutfabrik Böhm Blau und Rot. Erstmals erwähnt wird der Fußballclub am 5. Mai 1898 im Neuen Wiener Abendblatt. Der erste Wiener Arbeiterfußballclub, welcher es sich zur Aufgabe gestellt hat, den in Wien so beliebt gewordenen Fußballsport auch unter der arbeitenden Klasse sportfreundliche Kollegen einzuführen,
ladet hiermit alle ernstlich sportgesinnten Arbeiter ein, dem Club, welcher bereits über eine Anzahl guter und geschulter Spieler verfügt, beizutreten. Am 18. September 1898 tritt der erste Wiener Arbeiter Fußballclub beim Kaiser Franz Josef Jubiläumsturnier erstmals öffentlich in Erscheinung. Im Zuge der Generalversammlung am 8. Jänner 1899 wird der erste Wiener Arbeiter Fußballclub auf Antrag von Sekretär Wilhelm Goldschmidt in Sportclub Rapid umbenannt. Am 15. März 1903 eröffnet Rapid mit einem Spiel im Challenge Cup gegen den SC Grafia seine erste eingeplante Spielstätte. Ein auf einem stark abschüssigen Pachtgrund der Gemeinde Wien zwischen Hütteldorfer Straße, Selzergasse und Meißelstraße errichteten Rudolfsheimer Sportplatz. Am 24. Juni 1906 wird schlussendlich der ausgebaute Rudolfsheimer Sportplatz im Rahmen eines einwöchigen Turniers eröffnet. Die Bürgschaft des damaligen 14. Bezirks stiftet für dieses Rapid-Turnier wertvolle Trophäen und bekundet damit die Bedeutung Rapids für Rudolfsheim. Der Sportclub Rapid sieht sich seinerseits als Vertreter des Bezirks und ändert anlässlich des Turniers die Vereinsfarben von Blau-Rot auf Grün-Weiß, den Farben Rudolfsheims, wie die zeitgenössische Presse kommentiert. Tatsächlich befinden sich im Rudolfsheimer Wappen auch diese beiden Farben. Aber noch ein weiteres topografisches Merkmal des heutigen 15. Bezirks hat auf die Geschichte des Sportclub Rapid nachhaltigen Einfluss. Die vom Sportplatz sichtbare Turmuhr der Rudolfsheimer Kirche dient nach Angaben von Zeitzeugen als Matchuhr und hat über den damals üblichen, auch bei Spielen hörbaren Viertelstundenschlag zur Herausbildung eines Bewusstseins für die Rapid-Viertelstunde beigetragen. Nachweislich bereits 1908, also in der Rudolfsheimer Epoche des Sportclub Rapids, wird eine Viertelstunde des Spiels erstmals mit der Spielweise Rapids in Verbindung gebracht. Das letzte überlieferte Spiel auf dem Rudolfsheimer Sportplatz findet am 15. Mai 1910 statt. In diesem Jahr verliert der Sportclub Rapid seinen über die Jahre aufwendig ausgebauten Sportplatz. Der Pachtgrund wird seitens der Wien gekündigt, um Platz für einen Heumarkt zu schaffen, aus dem sich später der alte Meißelmarkt entwickelt. Heute befindet sich auf dem Areal die 1953-1955 erbaute städtische Wohnhausanlage Karl Freihof. Auf der Suche nach einem neuen Spielort wird der Sportclub Rapid in Hütteldorf fündig, ein damals noch vornehmlich ländlich ausgeprägter Vorort am Rande des Wienerwalds. Rapid pachtet dort ein Areal zwischen Isbari-Gasse, Stockhammern-Gasse, Helene-Odilon-Gasse, Weinfeld-Gasse und Brudermann-Gasse. Das Grundstück steht im Eigentum des Salzburger Stifts St. Peter und wird von der Pfarre Hütteldorf verwaltet, weshalb es im Volksmund Pfarrwiese genannt wird. Vom August 1911 bis April 1912 wird auf der Pfarrwiese der neue Rapidplatz errichtet. Planer war Eduard Schönecker. Als Haupttribüne fungiert zunächst die aus Rudolfsheim Brett für Brett nach Hütteldorf erschaffte Holztribüne. Gemeinsam mit einer Stehplatzrampe fasst die Anlage anfänglich ca. 4000 Besucher. Spätestens seit den 1920er Jahren werden die Grün-Weißen aufgrund der Erfolge des Sportclubs Rapid auf der Pfarrwiese als Hütteldorfer bezeichnet. Im Mai 1955 stehen diverse Umbauarbeiten auf der Pfarrwiese an. Im Zuge dieser Gespräche kommt es zu Überlegungen bezüglich eines neuen Stadions für Rapid, das die Gemeinde Wien statt der Pfarrwiese zu errichten überlegt. Zur Diskussion steht das 70.000 Quadratmeter große Areal im Geviert Keislergasse, Bahnhofstraße, Linzerstraße und Deutsch-Ordenstraße, welches die Stadt von der Brudermannschen Stiftung erworben hat und das seit dem späten 19. Jahrhundert an Berufs- und Kleingärtner verpachtet ist. Nach einer über Jahre dauernden Klärungsphase kommt es schlussendlich 1969 zum Baubeschluss des neuen Stadions. Baubeginn ist 1971. Geplant wird die neue Sportstätte von Rapids Spielerlegende und dem damaligen Rekordinternationalen Gerhard Hanapi, der noch als aktiver Spieler ein Studium zum Diplom-Ingenieur für Architektur abgeschlossen hat
und seit 1962 als Architekt selbstständig tätig ist. Eröffnet wird das Stadion erstmals am 30. Juni 1976. Es findet das Finale der ersten Schülerligasaison statt. Am 10. Mai 1977 geht die zweite Eröffnung des Stadions über die Bühne. Im Zuge des Wiener Derby schlägt der Sportclub Rapid die Wiener Austria vor 14.000 Zuschauern mit 1-0. Abschließend, das heutige Vereinswappen von Rapid vereint sowohl die ursprünglichen Farben blau-rot wie die späteren Farben grün-weiß. Die eigenständige Gemeinde Hütteldorf wird in den Jahren 1890-1892 gemeinsam mit den weiteren selbstständigen Gemeinden Hitzing, Unter-St. Veit, Ober-St. Veit, Hacking, Leinz und Speising sowie den nördlich des Wienflusses liegenden Gemeinden Penzing, Breitensee, Baumgarten nach Wien eingemeindet und zum 13. Wiener Gemeindebezirk Hitzing zusammengefasst. Im Zuge der nationalsozialistischen Gebietsreform vom 15. Oktober 1938, Stichwort Groß-Wien, wird unter anderem der bestehende 13. Wiener Gemeindebezirk geteilt und die nördlich des Wienflusses liegenden Bezirksteile Penzing, Breitensee, Baumgarten und Hütteldorf bilden zusammen mit Hadersdorf-Weidlingnau und Burgersdorf den neuen 14. Wiener Bezirk. Die südlich des Wienflusses liegenden Bezirksteile bilden weiterhin den 13. Wiener Gemeindebezirk Hitzing. Die ursprünglichen Bezirke 14 und 15 werden zum neuen 15. Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaust zusammengefasst. Nach 1945 ist Groß-Wien Geschichte, aber einige Veränderungen aus dem Jahr 1938 bleiben erhalten. Diese Geschichten sind in den zwei Videos 14. Wiener Gemeindebezirk Penzing und Vorortgemeinde Penzing sowie in dem Video Breitensee, 14. Bezirk Penzing, erschöpfend ausgeführt.